Okay, sehr gut, ja. Bitte, darfst du das noch mal Okay, ausführen, so richtig? ich mache nur eine Einführung und dann denkt an das Mikrofon dran und so weiter. Ne? Timo, sind beide gestartet und das hier auch. Mach einfach. So, wir haben heute einen dynamischen Regisseur, sehr aufmerksam. Wir haben immer andere Kamera, aber heute bei so vielen Sendungen blicke ich nicht mehr durch. Aber der Timo könnt ihr einfach regelmäßig sehen. Okay, ich freue mich, Freunde hier zu haben. Es ist schön, Freunde zu haben. Früher hat man das am Lagerfeuer in der Wüste gemacht. Bei uns in Italien vor der Haustür haben sich die Menschen getroffen und Erfahrungen ausgetauscht, authentisch, nicht über den Kopf, nicht gesagt, was sie gelesen haben, sondern was sie erfahren haben. Diese Erfahrungsdimension ist unsere Grundlage, GTV, echtes Fernsehen, weil es um echte Menschen geht, echte Themen. Wir spielen nichts vor, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir machen keine Negativschlagzeilen, um bekannt zu werden. Uns ist egal, denn egal, was wir tun, das, was wir tun, ist ein Diktat für die anderen, weil wir authentisch sind. So wie ein Buddha, ein Jesus, ein Picasso, ein Van Gogh, ein Michael Jackson oder Madonna, jeder, der seinen Weg geht, beeinflusst die ganze Welt, ob sie will oder nicht. Ob die wollen oder nicht. Deswegen sind wir uns bewusst unserer Ermächtigung, der kreativen Kraft und nutzen GTV als Medium. Kennen wir auch ohne, aber das macht Spaß so. Noch brauchen wir Bild und Ton. Bald werden wir in neue Dimensionen und Ebene sein, wo das auch wir vertrauen werden, dass die Kommunikation funktioniert. So, wir tauschen uns aus, wir forschen und wir sind nicht geizig. Im Gegenteil, je mehr wir schenken, desto mehr wir haben. Das heißt, wenn wir unsere Erfahrungen jetzt mitteilen durch die Forschung heute, und der letzte Wochen mit der organizistischen Intelligenz und Magdalena Angstkompetenz, mit dem sie uns einfach auch Weisheit schenkt. So, mit diesem Austausch, wenn wir es weiterschenken, bekommen wir ständig neues Wissen und neues Können. Also wir machen nur aus Selbstzweck. Wer weitergibt, so wie mit dem Geld. Es ist leider nicht so, aber es wird sich bald ändern. So mit Energie, je mehr Energie du schenkst, desto mehr Energie du hast. Es kommt einfach nach. Das war ein Osho-Satz, den er immer in den Meditationen gesagt hat, der mich einfach auch geprägt hat. More you give, more you have. So, und deswegen teilen wir auf diesem Weg unsere Erfahrungen mit. Wir haben keine Angst vor Konkurrenz, dass die Leute uns was klauen oder dass das nachgemacht wird. Cheat, cheat. Überhaupt, alle unsere Seminare werden immer unsere Forschung nachgemacht, erscheinen in alle Titelblätter, berühmte in Europa, in alle Sprachen. Und wir freuen uns, dass es ankommt und wir tun unser Bestes, damit es auch ankommt. Ne? Denn wir bestimmen die Welt, weil wir in Bewegung sind. Okay. So, ich möchte dann, bist du übernehmen, Sabine? Ja, dass du einfach die Meisterin bedienst und die Sendung leitest und führst Dienst. So, wir wollen einfach in der Form der Kunst einfach auch unsere Erfahrungen mitteilen,
Es wird geschehen, was geschehen wird. Jeder hat hier die intuitive Intelligenz, es nicht vorzubereiten und das zu tun, was im Moment wichtig ist, damit wir lachen, lieben und weinen können, je nachdem, was zuerst kommt. So, schönen guten Abend erstmal an alle. Ja, ich will ehrlich sein, wir haben jetzt heute den ganzen Tag das Seminar gehabt. Und jetzt ist gerade so ein bisschen so ein Punkt erreicht, wo so, okay, was machen wir jetzt? Was die Angst nicht mehr zu genügen, nicht gut genug das rüberzubringen, das, was wir erlebt, erfahren haben. Und ich möchte gar nicht so viel reden. Mein Impuls ist jetzt, das Mikro einmal kurz rumzugeben, dass jeder nur ein Wort sagt, was für ihn heute die Essenz von heute, was ihn besonders bewegt hat oder berührt hat oder was auch immer im Zusammenhang mit der Angstforschung. Und dann wollen wir das Ganze in Kunst umsetzen. Weil die Sprache versteht jeder. Dann kann ich noch, fang du mal an, dann spüre ich noch rein. Mhm. Einfach ein Wort. Für mich ist heute ganz viel Klarheit sichtbar. Weite. Es weitet sich alles. Bewegung kommt, Aktivität kommt, entwickelt sich. Kribbeln auf der Haut. Entscheidung. Eine neue Art von Stille. Ruhe. Leere. Gleich drei Worte. Irgendwie eine Leere. Ja, wir haben heute noch nicht bei allen geschafft, bei einigen geschaut, wo die Ängste sind. Aha, interessant. Immer wenn wir was ganz Spannendes, kommt der absolute Vorsicht, kommt das Unwetter. Sehr interessant. Es weht hier alles um sich und fliegt alles von den Tischen und Schränken. Sehr spannend. Es ist einiges in Bewegung. Du kriegst selber den Impuls, wann du zum Farben gehst, oder willst du, du legst einfach los. Die Gabriele wird es in Form und Farbe, die Essenz von heute auf Papier bringen, und der Kameramann wird einfach ab und zu auch dann rüberschwenken, und wir werden dann auch das Resultat, wenn es schon fertig wird oder wie auch immer, einfach schauen. Rainer ist eh schon fleißig dabei, setzt es um. Was kommt? Töne haben wir heute auch im Seminar schon gehabt. Wir schauen, oder auch Worte zwischendurch. Wir lassen es einfach fließen. Also mein Gefühl. Aber du bist die Chefin von der Dianze hier, von der Angst. Die Angstchefin sitzt neben mir. Wenn du noch einen Impuls hast. Ja, einfach auch die Stille und die Ruhe, die uns die Angst nimmt. Das heißt, wie ich es verstehe, dass wir jetzt auch in dieser Stunde, dass es auch mal zwischendurch ruhig und still sein darf, auch dass wir das aushalten, dass wir nicht das Gefühl haben, weil davon wollen wir wegkommen, jetzt zu bedienen und irgendwas aus dem Gefühl machen zu müssen, sondern wirklich nur das, was jetzt wirklich jeder spürt, und das setzen wir um und nicht mehr und nicht weniger.
Ja, ich finde auch, es ist ja so, es kann ja auch die Aufmerksamkeit oder der Blick mal auf die Musik uns inspirieren oder die Malerei oder vielleicht tönt jemand was oder spricht einfach ein Wort. Das ist einfach ein Wort, das sehe ich bei dir. Mhm. Das zwischendurch, wenn du einen Impuls hast, ein Wort zu sagen. Hast du noch, vielleicht wichtig für die Zuschauer, vielleicht, wie ist es wichtig, sich einzustimmen? Sollen sie sich, ist es besser, sollen sie sich in was einfühlen oder sollen sie sich entspannen oder hast du das Gefühl, sie sollen mit in die Bewegung, einfach wie die Zuschauer sich verhalten? Ich würde zuerst mal mit der Ruhe anfangen. Mhm. Und dann einfach schauen, was ihnen als Impuls selber kommt. Ob sie sich bewegen wollen oder ob ihnen auch als Zuschauer irgendwelche Wörter einfallen, die für sie stimmig sind. Im Zusammenhang mit der Angst. Mhm. Okay. Aber zuerst mal wirklich in sich selber reinhören und zuerst mal so sich selber wahrnehmen. Okay, dann denke ich, fangen wir einfach an. Das war gar nicht viel reden, sondern leitet es einfach an. Einfach ein paar Minuten leitet es an. Wir gehen in Stille mit dir und dann ist der Raum offen. Mhm. Ja, also ganz einfach so den Kopf loslassen und ins Gefühl gehen und da Ruhe. Die Ruhe einfach in sich selber spüren oder erschaffen. In der Ruhe auch das Herzklopfen spüren. Und trotzdem stille sein. Doch, ich freue mich. Ja, jetzt bin ich gespannt. Thank you.
Bewegung. Vielfalt. Freiheit. Loslassen. Mit dem Winter komme ich her, fliege über Berge, Tal und See, erkunde Wasserfische, Meer und was ich sehe, so wunderschön. Schönheit. Gelassenheit. Kreativität. Ich bin frei, ich mache, was ich will. Ich habe Vertrauen. Was kommt, das kommt. Es ist so, wie es ist. Alles ist gut. Alles ist gut. Und alles wird gut.
Tiefe, Wahrheit. Schönheit. Farbe ist die Seele der Natur und des ganzen Kosmos. Und wir nehmen Anteil daran, indem wir das Farbige miterleben. Liebe in Bewegung. Vielfalt, Bewegung. Thank you.
Yeah.
weiß es nicht mehr. Was weißt du nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr, was ich vorher gesagt habe. Die Sonne, die scheint. Sonne, komm her. Lass die Wälder erscheinen, die Hügel. Lass das Wasser auf den Wiesen glitzern. Die Sonne, dass die Sonne erstrahlt, die Sterne erstrahlen. Dass ich sie umarmen kann, mit meinen Augen umarmen kann. Dass ich mich umarmen kann, mich drehen kann. Das Wunder betrachten kann. Dankeschön. Größe. Schönheit. Eleganz. Ich bin erfüllt mit jedem Funken meines Seins. Jedes Funken meines Seins sprüht aus mir heraus. Ich kann malen, tanzen, singen, lachen, sprechen. Mit anderen Leuten reden. Das ist Schönheit.
Ich spüre mich.
Ja, ich spüre mich. Das tut gut. Ja, das tut gut. Ich bin frisch geduscht. Es trieft nur. Ja, keine Angst vor der eigenen Größe. Keine Angst. Was kann schon geschehen? Oh, die Angst.
oder bin ich jetzt in Sicherheit? Ich bin nicht in Sicherheit. Sicherheit. Sicherlich in Sicherheit. In deiner Sicherheit? Wie weit ist die Sicherheit? Wer gibt dir Sicherheit? Ja, genau. Eigentlich bin ich immer in Sicherheit, vor dem Tod und nach dem Tod. Jetzt ist mir eigentlich noch überhaupt nichts passiert, obwohl ich so viel Angst habe.
wieder an. Aus Versehen. Wir sind wieder da. Ganz. Ah, erst wo wir fertig waren. Ah, was für ein Glück. Wir sind da. Jetzt nochmal das Wort an Magdalena. Ja, schau, und ich denke gerade, ich habe hier gar nichts gemacht. Ganz kurz noch. Also für mich ist es heute einfach so, es sind irgendwie, wir haben einen neuen Raum geschaffen. Also für mich ist es als Bild, ich habe hier einen Raum, was diese alten Geschichten sind, hier ist das Neue und da wollen wir all hin. Und jetzt haben wir eben dieses Passieren, diese Brücke. Die Brücke gemacht, wir lassen es passieren und bauen diesen neuen Raum. Und dieses, das was uns hindert, wo wir unsere Boykotteure haben, das nehmen wir mit, diese Energie, die da drin ist. Und machen das zu einem, in diesem neuen Raum. Also so als Bild. Ne? Also nicht mehr dieses wir wollen das weg haben, sondern wir nehmen es mit. Wir laden es ein und nehmen es mit und machen eins daraus. Wie gesagt, und nochmal, das war das Werk des ganzen Tages. Es ist nichts verabredet worden, nichts geplant worden. Das hat sich aufgebaut den ganzen Tag durch Magdalenas Arbeit. Und das geht morgen. Es geht morgen weiter. Es war die Halbzeit. Und ja, wie gesagt, du hast den Rahmen, durch dich war das, es war dein Werk. Ich hoffe, du hast es genossen. Mhm. Doch, sehr. Wiederholt. Das war mein Werk. Ja, ich schaue einfach, was daraus entstanden ist. Und ja. So schön ist das so, alle Menschen davon, von jedem praktisch was profitiert. Jeder von jedem. Das ist nicht einer. Einer alleine geht nicht. Das ist der eine, der nächste. Also wir alle, wie wir hier sind, haben dazu beigetragen. Zu dem ganzen Geschehen und zu dem ganzen Entstehen lassen. Aber Magdalena war die Beste. Wenn wir lernen können, ich bin der Beste im Universum, was es eine Realität ist, dich gibt es nicht zweimal. Und wenn du wirkst, dann bist du die Beste im Universum. Wenn wir lernen, das ist kein Ego, das ist zerstört das Ego. I am the best, people. Jeet, ich habe es auch nicht gelernt. Aber jetzt durch dem Beispiel von Magdalena werde ich das lernen, dazu zu stehen. Und wenn du deine Größe annimmst, dann bist du das ganze Universum, weil dann bist du egolos, bist du nicht mehr da, wenn du deine Macht annimmst. Und ja, und dann bist du nicht mehr ein Teil, sondern bist du das Ganze. Das, danke, hatte ich nicht so gedacht. Wenn du voll in deine Macht bist und das ganze Universum regierst, dann hast du kein Ego mehr. Weil du erkennst, dass du das Ganze bist. Oh, bin ich schlau. Bin ich gut. Wow. Bist du auch gut, Magdalena? Ja. Jetzt haben wir wieder das Gleiche da, gell? Also ich habe mich wirklich bei der Meditation draußen wirklich ganz frei und groß gefühlt. Diese Weite nach oben und in die Breite, das Senkrechte und das Waagrechte. Von der Mitte aus. Das fand ich so
die Verbindung von der Mitte in alle Richtungen. Und die Freiheit. Und die Freiheit, die man da spürt. Die Weite. Ja. Und du wolltest von uns die Resonanz von der Meditation. Und das war jetzt deine Resonanz. So. Jetzt hast es. Und in die Weite bedeutet nicht, dass wir zunehmen, sondern wenn man sich ausweitet, nimmt man ab. Dankeschön an alle. Und bis morgen, die Magie geht weiter durch die Nacht. Der Kreis der GTV-Zuschauer bleibt erhalten jetzt Tag und Nacht, weil es so die Natur es möchte. Wir sind da und wir sind Family. Und egal was du denkst, egal was du tust, alle, die mit GTV in Kontakt kommen, die sitzen mit im Kreis. Deswegen entspanne dich. Und auch wenn du denkst, gefällt dir oder gefällt dir nicht oder so, du bist einfach auch drin. Deine Seele ist drin und das ist das Wesentliche. So, wir gehen grillen. Leider können wir euch nicht mitnehmen. Ist noch nicht alles möglich, aber bald werdet ihr einfach mit am Feuer sitzen können. Danke und gute Nacht. Tschüss. Das Bild ist noch, das ist meine Wahrnehmung, wirkt noch und wird erstmal morgen fertig, weil es mitten im Prozess ist. Und jeder hier hat natürlich dazu beigetragen, das ist klar. Ich wollte, dass einer in die Falle geht, indem er seine Größe erkennt und so sagt, weil dann fallen die anderen auch rein. Ne? Ja. Kuckuck. Aufwachen.